Mein Name ist Brit Schwarz. Ich denke mal, Emotionen haben wir alle, aber man sollte sie auch im positiven Sinne zulassen. Und ich habe das Erlebte, mag ich gerne wieder ausdrücken. Und das ist für mich die Malerei. Ich arbeite auf Leinwand, vorzugsweise mit Acrylfarben. Und ich setze mit meinen eigenen malerischen Mitteln die Bildidee um. Das nennt man Mixed Media, zum Beispiel feste Ölfarbe, Vinylfarbe, Lacke, Sprühlacke, Fotoelemente. Maler, die mich inspirieren, sind natürlich Gerd Richter, das Genie, dann Robert Rauschenberg, Sigmar Polke. Ich finde, die Bilder sind, ihre Werke sind modern, sie sind der Zeit entsprechend, sie sind aus dem Leben gegriffen. Und es sind trotzdem die persönlichen Empfindungen. Die sind auf eine so sinnliche, auch zum Teil erotische Art rübergebracht. Und trotzdem kann sich jeder irgendwo wiederfinden. Und mir gefällt dort auch diese Vielschichtigkeit. Metamorphose. Metamorphose heißt Veränderung, Wandlung. Metamorphose finden wir in der Mystik, in den Sagen, in der Natur. Die Natur verändert sich ständig. Tiere, Pflanzen wachsen und vergehen. Wir Menschen finden die Metamorphose in unserem täglichen Leben. Wir leben auch mit der Veränderung, mit der Vergänglichkeit. Und am beeindruckendsten ist die Vergänglichkeit der Schönheit. Schönheit fasziniert uns. Und der Wandel der Schönheit, die Vergänglichkeit ist auch was Faszinierendes. Filmstills, ja, finde ich. Ich finde es faszinierend. Ich liebe ja auch alte Schwarz-Weiß-Filme. Die Noir-Filme, die Noir-Zeit aus Frankreich. So 40er, 50er Jahre. Oder auch die Truffaut-Filme. Und die nehme ich eigentlich auf. Und dann kann ich ja jederzeit den Film anhalten. Und wenn ich eine Szene sehe, die mich berührt, die mich bewegt, dann fotografiere ich die ab, überspiele sie auf dem PC, verändere sie.